So, hier ist auch eine Quest, findet die versteckten Rameier und bringt sie den Horst zurück, bezwingt die Skellig und zerstört ihre Nester. Okay. Skellig-Nest, das müssen wir zerstören. Ich scheint wohl zu sein, dass wir jetzt gerade eine Bonus-Quest oder sowas machen. Das ist noch unser statischer Schuss, den hatten wir uns auch schon durchgelesen. Gibt einen Blitzschuss ab, der nacheinander mehrere Gegner trifft, sie blendet und verwirrt. Schön, schön, schön. So, das Nest hätten wir zerstört. Gibt es jetzt irgendwie ein Ei oder sowas? Gibt hier ein Spiegelei oder was? Nein, gibt's nicht. Doch, Rabenei, sehr schön. Sogar mehrere. Na, es war klar, dass der es nicht so nett findet. Boom, Elektrizität. Nimm das, du unstinkendes Unwesen. Ne, du stinkendes Unwesen. Ups, so meine ich es natürlich. So, ganzen Rahmeier. Ach, die habe ich jetzt. Die kann ich nicht nur looten, sondern auch hier, ja, einsammeln. Also beides. Okay. So, ich habe jetzt ganz, ganz viele Rahmeier. Vielleicht reicht das ja schon. Ach, ich bin echt ey, so ein Blindfisch hier. Es liegt doch alles hier rum. Und so ein Grünauge erst recht in diesem Spiel. Ich hier noch keine Ahnung habe vom Spiel. Ja, kann ich hier nicht noch ein Ei reinlegen oder so? Nein, das geht noch nicht. Okay, ich verstehe. Ja, ich gehe jetzt einfach nochmal da oben hin. Na, da ist noch so ein Rahmen. Das nehme ich mir auch gleich noch mit. Ah, die Leute wollen ja unbedingt, dass ich hier oben nochmal vorbeischaue. Na, dann tue ich denen einen Gefallen. Ich glaube, ich nehme viel zu viele Rahmen. Ja, gerade mit so viele brauche ich auch nicht. Oder? Stimmt das? So, jetzt kann ich da nochmal ein Ei reintun. Aber hier scheint wohl deutlich mehr von diesen Nestern zu sein. Okay, jetzt kann ich auch kaputt schießen. Bringt mir aber nichts. Hier ist noch so ein Rabenhorst. Da ist noch so ein Ei. Da mir ist jetzt gerade weggelootet, das Schwein. Nee. So, wie viele Eier brauche ich denn noch? Nicht mehr wohl viele, oder? Die Eier sind gezählt. Wie viele braucht mich? So, sonst kann ich ja noch mein letztes Ei aus meiner Hose nehmen. Und dann habe ich gar keins mehr. Ach ja, manche haben wahrscheinlich gar keine. So, wird das eigentlich, geht das da voran oder jetzt nicht? Also ich glaube, ich mache irgendwas falsch. Habe ich zumindest das Gefühl. Also ich gucke jetzt mal genau da oben auf den Fortschrittsbalken. Ja doch, es geht voran. Alles klar. Da brauche ich gar keine Angst haben, dass ich irgendwas falsch mache. So, da fehlt mir jetzt noch ein Ei. Hier ist noch ein Ei. Eier, Eier, Eier. Wir machen gleich ein Spiegelei daraus, würde ich sagen. Matschepampe. Nein, gib mir das her. Ist das verpackt da oder? Nee. Wollte schon sagen. So, dann schmeißen wir hier noch eins rein. Ist natürlich jetzt eine harte Bonus-Quest. Die halt hier wirklich irgendwie nicht zu unserer Main-Story dazu gehört. Nicht, dass wir immer noch runterfliegen. Nein! Doch, wir schaffen es auch gerade hoch. Ein Glück. So, der Main Quest ist fertig. Werft einen Blick in euren Postfach. Denn wir gerade einen Brief erhalten. Sehr schön, okay. So, mit ihr können wir auch noch reden gleich. Ehrt den Raben und seid weise. Der Rabe lächelt auf euch herab, weil ihr euch einen Schwarm ge einen Ach, weil ihr euch um seinen Schwarm gekümmert habt. Er bittet ihr seinen Segen? Ja, wieso nicht? Ich muss euch sprechen. So, jetzt können wir uns hier irgendwas kaufen gegen diese Edelsteine, die wir natürlich nicht besitzen. Ja, deswegen bringen wir uns das so gut wie gar nichts. Na, dankeschön. Oh Mann, habe ich mich gerade eben oft verlesen, das regt ja auf. So, löst das Kommt Rätsel und stellt euren Verstand auf die Probe. Der Rabenstatue. Der Rabe hat ein Rätsel für euch. Wo? Ihr müsst öfter vorbeikommen. Ja, ich möchte das alles mal hier messen. Diese Prüfung habt ihr bereits bestanden, aber das Leben steckt voller Prüfungen und Herausforderungen. Sucht sie, der Rabe wird euch wachen. Ja, mache ich, alles klar. So, was willst du jetzt noch mit dir? Hatten wir schon geredet. Euch zu sehen. Ja, hier habe ich nichts von. Danke trotzdem. So, dann machen wir jetzt noch, gehen wir auch guter Letzter jetzt irgendwie auf diesen Aussichts. Vor mir, mal gucken, was. Hallo.
Herz des Rabens. So, jetzt check ich das hier oben nochmal. Das ist eine Rabenstatue. Was ist das hier? Das ist jetzt irgendwie noch ein Rabenfeuer. Okay, mit der Statue kann ich reden. Ja, dann machen wir... Ja, doch, ich gucke immer erst noch, ob es noch was anderes in der Nähe gibt. Und dann mache ich mal das, was ich alles so entdeckt habe. So, dann kommunizieren wir mal mit der Statue. Pflegt mich und ich werde wachsen. Wenn ihr es wert seid, werde ich zu etwas, das ewig wert. Sagt meinen Namen. Ihr seid eine Legende, ihr seid eine Statue, ihr seid Gelächter. Ihr seid eine Legende. Oh, welche Weisheit, der Rabe ist zufrieden. Ja, und jetzt habe ich das Rabenrätsel gelöst. Ja, genau. Ich weiß wirklich nicht, was ich hier mache. Hier war mir auch noch eine Statue, mit der die mir besänftigt wurde oder befriedigt wurde. Was soll ich denn hier noch machen? Der Horst erhält eine stinkende Mischung aus verrotteten Fleischbeeren und Insekten. Eine Menge der fliegenden Federn am Futter könnt ihr sehen. Dieser Ort bei vorbeifliegenden Raben sehr beliebt ist. Ja, das haben wir auch alles schon besprochen. So, was, wenn ich das aber mal kaputt mache? Ich mach dich kaputt. Okay, jetzt geht nicht kaputt, alles klar. Dann haben wir es auch geklärt. Hier oben scheint noch irgendwie ein besonderer Aussichtsplatz zu sein. Aber da kommen wir von hier nicht so ran. Oh man, wir treiben uns ja auch jetzt die ganze Zeit mit so unwichtigem Kram rum. Und das mit der Quest habe ich, wie gesagt, immer nicht so ganz verstanden mit dieser Bonus-Quest. Egal, wisst ihr was? Das, ja, wir lassen uns jetzt nicht weiter von ärgern. Sondern wir gehen erstmal unseren Weg. Und wir richten uns erstmal nach den Dingen, die wirklich sehr wichtig sind. Und nicht nach irgendwas anderem. So, hier steht nämlich derselbe Text mit dem Horst. Und ja, das ist alles, glaube ich, gar nicht so relevant hier. Wir sollten es mal lieber zu den richtigen, ja, Tatsachen wenden, zu den wichtigen Dingen des Lebens. In Guild Wars 2. So, mit wem kann ich hier noch reden? Wenn's kaputt ist, setzt es was. Ja, klar. So, wer ist denn jetzt mein Lehrer? Ingenieur-Trainer. Ich bete zu den Geistern der Wildnis. Ja, ciao, ne? Ich meinte eigentlich... Nee, ich meinte, ich wollte eigentlich mit ihm reden. Oh, Reisender! So, Handbücher, okay, das scheint hier wohl nur, ja, welche zu geben, die noch gar nicht für mein Level geeignet sind. Und zu benutzen, Doppelklicken, das macht eure Eigenschaftenlinien verfügbar. Ihr könnt bis zu 10 Punkte auf ein Linien verteilen, setzt die Eigenschaftenverteilung zurück. Lebt wohl. Ja, dafür bin ich wohl noch ein bisschen zu low. So, schießen möchte ich auch nicht. Neues Event in der Nähe, okay, sehr gut. Den müsste ich auch schon freigeschaltet haben. Ja, dann würde ich mal sagen, gehen wir mal ins neue Event hier rein. Ah, wir können auch noch da unten hin. Also wir können echt richtig viel machen. Wir können jetzt, ja, wir können eigentlich jetzt einmal so einen riesen eine Kurve drehen. Aber ich würde sagen, wir machen erstmal noch schnell das Event hier. Schauen wir nochmal, was es hierzu gibt. Verjagt die wild gewordenen Minotauren aus dem Nordlichtwald. Da ist die Kraft. Okay, da ist irgend sowas. Und so ein Kalb, ey. So. Aber ich scheine ja wohl gerade nicht der Einzige zu sein. Das ist ja richtig nice. Wer macht das wohl hier mit der ganzen Gruppe zusammen? Und die sind halt schon richtig weit fortgeschritten. Und wir haben jetzt das Event erfolgreich erledigt. Das hat auch Erfahrungspunkte gut gegeben. Karma-Punkte, okay. Und Münzen von allem, bisschen was. Sehr schön. Ist das immer wieder ein erneutes Event, weil jetzt ist schon wieder nur auf 14%? Ja, wie ist das jetzt hier zu deuten? So, noch 9%, 8% oder hatten wir das gerade eben doch noch nicht abgeschlossen? Das weiß ich jetzt gar nicht mehr, das nehme ich mir jetzt gar nicht so sicher. So, jetzt noch 5%. Ich habe aber alles erlegt. So, außer Reichweite. Ich finde es echt nice, dass man wirklich ja, die Gegner so ausweichen kann. Das ist ja gar nicht mal so schwach. Das ist nicht. So, jetzt noch 2%. Wo sind die restlichen... Eine Herausforderung weniger. Ja, Mann. Jetzt war es schon wieder erfolgreich. Wir haben wieder alles aufgeräumt. Na, so kann man sich natürlich auch erstmal fürs erste bisschen hochfahren, so viel wie hier los ist. Na gut. So, auf der Map wird mir gerade Zwiebeln angezeigt. Da begebe ich mich mal gleich hin. Und jetzt würde es mich interessieren, ob ich die mitnehmen kann.
keine Sammelwerkzeuge ausgerüstet. Ja, wie rüste ich die denn aus? Ausrüsten. So, ausgerüstet. Das hat sie ja schnell erledigt, die Frage. Ja, zwei Zwiebeln nehmen wir gleich. Klar, nehmen wir die mit. Auch wenn die, glaube ich, die zwei Zwiebeln noch nichts wert sind, kann ich mir vorstellen. Aber egal. So, gezwungener Spieler. Was ist denn das? Auf jeden Fall haben wir jetzt hier noch, ja. Hier schon wieder Herz des Wolfs. Vollständigkeit Wanderer Hügel. Irgendwie was erkundet, denke ich mal. So, die Söhne Svanirs haben die Lager ganz in der Nähe ausgeschlagen. So, als würde sie Jagd auf uns machen. Doch tatsächlich sind sie nur Narren auf dem Präsentierteller. Mit dem Rudel des Wolfes könnt ihr sie mühelos vertreiben. Ich schließe mich dem Rudel an und kämpfe gegen die Söhne Svanirs, die euch bedrohen. Ja, warum nicht? Haltet Zwiesprache mit dem geweihten Wölfen beim Schreien. Wenn der Geist des Wolfes zu euch spricht, könnt ihr euch dem Rudel bei der Jagd anschließen. Was passiert auf der Jagd? Zieht mit einem Rudel. Zusammen sollt ihr die Söhne Svanirs jagen. Zerstört ihre Banner und befreit die gefangenen Jungen. Dann werde ich mich auf den Weg machen, Bruder. So. Was ist denn hier noch so? Irgendwas Komisches wird mir dann auf der Map angezeigt. Und was ist das? Und was bist du? Das Beste bist du. Okay, nicht singen. Was ist denn das? Herz des Wolfes. Verwirrt mich. Was ist das? Ich weiß es nicht. Wahrscheinlich erst später kann ich irgendwas mit anfangen. Na gut. Also, ehrt den Geist des Wolfes. Haltet Zwiesprache mit dem geweihten Wölfen, um auf die Ruhejagd zu gehen. Ich erbitte den Einblick des Wolfes. Ja, das meditiert vor dem Schrein. Müssen wir jetzt nochmal mit hier Such reden, den Rat des Wolfes. Egal, wo ich jage. Ich weiß, er läuft mit meinem Rudel. Ihr müsst öfter vorbeikommen. Ja, das habe ich jetzt schon gemacht, Omi. Weidmanns Heil. Geht mit mir und wir werden gemeinsam um den Segen des Wolfes bitten. Bleibt bei mir und ich zeige euch den Wolf. Segen des Wolfes, der Segen des Wolfes interessiert mich nicht. So, bleibt bei mir und ich werde euch den Wolf und ich zeige euch den Wolf. Wenn ihr so gut kämpft, wie ihr flirtet, dann müsstet ihr den Wolf aufsuchen. Er wird euch die Weisheit verleihen, die ihr benötigt. Autsch. Ist der Wolf so wie ihr? Der Wolf ist das geborene Raubtier. Er bewegt sich immer schnell und jagt im Rudel. Ich bitte um seinen Segen, damit ich meine Beute mit seinem König, mit seinem Können jagen kann. Klingt gut. Wie erbitte ich seinen Segen? Ach, was schnacken wir jetzt hier für eine Kacke, Mann. Das interessiert mich eigentlich gar nicht. Der Wolfsschamane kann euch segnen, solange der Wolfschrein noch nicht entweiht wurde. Ach, mein... Interessant, ich möchte den Wolfschaman kennenlernen. Wer wäre so feige, um den Schrein anzugreifen? Ich habe keine Zeit. So, also da bin ich jetzt irgendwie gerade nicht raus schlau geworden. Egal. Wir haben jetzt noch mehrere Orte. Wir können auch hier hin oder dahin. Ich glaube, wir gehen uns mal, bewegen uns Richtung Nordwest. Südwest meine ich natürlich. Und erforschen das nochmal. So, helf Grimmer Maulwurfsprügel. What's up? So, den hätten wir jetzt erkundet, okay. Das gibt uns wieder Erfahrung und mit dir sollen wir kurz schnacken. Oh, Reisender. Ich wollte also gegen die Schaufler kämpfen, was? Dann hört zu, ich werde euch erzählen, wie man diesen Maulwürfen am besten in die Kronjuwelen tritt. Das sollte wirken, sagt mir, was ich tun soll. Vernichtet die Maschinen und Türme. Und falls ihr irgendwelche Sicherheitsbeamten begegnet, beseitigt sie und steht ihre Verteidigungspläne. Okay. Aber welche Türme? Ich check das jetzt irgendwie gerade nicht ganz, das Spiel hier an der Stelle. So, also hier geht's auf jeden Fall... Hier ist ein Speer, mit dem reden wir mal ganz kurz nochmal. Der Reiz des Abenteuers lockt uns in den Norden. Doch nur ein mutiges und wildes Herz überlebt außerhalb dieses heiligen Tals. Wenn ihr bereit seid,
prüft euch am ungezähmten Geist der Häsin. Wenn ihr diese Prüfung besteht, habt ihr vielleicht das Zeug dazu, die Herausforderungen der Grenzlande zu überleben. Okay, werft einen Blick in euren Posteingang. So, der Rabe sieht alles, der Rabe ist gesehen, bla bla bla, das reden und lesen wir mal nicht durch, denn das ist schon ziemlich veraltet. Sondern jetzt eher mal den neuen Text. Karawane in Schwierigkeiten, brauchen eure Hilfe. Hallo Bezwinger, die Stände sprechen mit Vergehen. Okay, mit so irgendjemand soll man schnacken. Hallo Bezwinger, der ständige Ärger auf meiner Karawanenroute wächst mir allmählich über den Kopf. Und da meinte er, steht klar, clean, ich sollte mich auch an euch wenden. Ich brauche jemand, der ordentlich Kraft hat. Und der Bezwinger des Isomirs ist da genau richtig. Lust auf eine Herausforderung? Dann kommt zu mir. Soll euer Schaden nicht sein. Alles klar, Boss. So, jetzt haben wir Ansehen erlangt. Okay. Das müssen wir hacken. Das können wir natürlich nicht. Hier auf dem Weg finden wir jetzt nochmal ein paar Kräuter. Das können wir aber sammeln. So, gibt auch wieder Erfahrung. Sehr gut. So. Wo sollen wir denn ganz hin dann? Ach, das geht ja. Da sind wir ja gleich da. Hätten wir eigentlich auch den Teleportstein oder die Wegmarke nutzen können. Aber egal. So, jetzt kommt hier eine neue Instanz. Möchtet ihr eure Geschichte fortsetzen? Ja, eigentlich schon oder nicht? Denn es wäre wohl nicht ganz praktisch, denn wir kommen jetzt zur Zeit nicht weiter. Bevor wir aber weitermachen, würde ich sagen, machen wir jetzt an dieser Stelle einen Cut erstmal mit unserer Aufnahme. Und ja, jetzt haben wir erstmal hier zwei schöne Parts geliefert. Ja, als erstes Statement zu Guild Wars muss ich ja sagen, ist echt ein richtig nettes Spiel. Sieht geil aus, die Quests gefallen mir bis jetzt auch sehr gut. Auch wenn ich jetzt ein bisschen durcheinander gekommen bin, aber das passt glaube ich schon. Entschuldigung, dafür entschuldige mich jetzt schon mal, dass es so ein Durcheinander ist. Und ich entschuldige mich auch dafür, dass ich mich ziemlich oft verlese. Aber ich denke mal, es wird sich in den nächsten Parts ändern und ja, Leute. Ich freue mich auf euch, wenn ihr wieder bei mir einschaltet. Ich sage es bis dann, euer Ivo Buschi LP und bis im nächsten Part. Ciao Leute!